Das hier ist Josh. Es war ein regnerischer Morgen, irgendwo in Amerika. Er nahm seine ganze Kraft zusammen und erstellte eine Facebook-Gruppe mit 8 anderen Joshes. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum ich euch alle hier versammelt habe. In exakt einem Jahr werden wir uns an diesen Koordinaten treffen. Wir werden kämpfen und wer auch immer gewinnt, darf als einziger den Namen Josh behalten. Ihr habt ein Jahr, um euch vorzubereiten. Viel Glück. Und so trainierten alle Joshes ein Jahr lang für den finalen Josh-Kampf. Die heilige Botschaft, oder eher gesagt der Screenshot aus dem Facebook-Chat, verbreitete sich währenddessen auf Reddit. Und lustige Meme-Bilder wurden über den bevorstehenden Josh-Kampf gepostet. Josh, Josh, Josh. Und ein Jahr später fand der Kampf der Joshes dann tatsächlich statt. Nur halt eben mit Poolnudeln. Joshes from all over gathered in a circle to compete. In a noodle fight. Angetreten zum Kampf sind Big Josh, Obi Josh Kenobi, Spider Josh, Römer Josh, Sir Josh. Okay, also erstmal kämpft Josh gegen Josh und der Gewinner kämpft dann gegen Josh. Einer der Josche kam zum Josh-Kampf mit sehr fortgeschrittener Technologie. Und diese zwei Josche haben das bekannte Spider-Man-Meme nachgestellt. Und ein Josh hat ziemlich übel abbekommen. They're beating the shit out of him. Und man darf natürlich nicht die wahren Helden mit den Schildern und T-Shirts vergessen. Amongus! Und gewonnen hat dann schließlich dieser kleine vierjährige Little Josh. Mehrere tausend Euro wurden gespendet und die anderen Joshes, die verloren haben, mussten danach ihren Namen abgeben und irrten für immer umher als verlorene, namenlose Seele. Oder so ähnlich. Oder nehmen wir die Story von Melty Roberts. Er erstellte 2019 das Facebook-Event Storm Area 51. Sie können uns nicht alle aufhalten. Mit der Beschreibung, wenn wir den Naruto-Run machen, sind wir schneller als deren Patronenkugeln. Lasst uns die Aliens sehen. Eventuell wurde dann das ganze Internet darauf aufmerksam. Und so wurden Pläne geschmiedet, um in Area 51 zu kommen. Okay, also die Naruto-Runner kommen vom Westen, die verrückten Karens mit dem Monster-Energy-Buff kommen vom Norden, der Fortnite-Bus fliegt von hier nach hier und Taylor Swift-Fanboys dienen als Menschenschild für die Patronen. Somit können sich die anderen dann von der Seite reinschleichen. Aber vergesst bloß nicht, eure Betten drumherum zu platzieren, damit ihr respawnen könnt. Und das Ganze wurde durch die zahlreichen Medien, die darüber berichteten, nicht gerade wenig bestärkt. Everyone who is something is gonna raid Area 51. Als dann schließlich ein Foto geleakt wurde, wie die offizielle Air Force ein Briefing bekam, was denn Naruto Running sei, war es klar. Die Lage ist ernster als gedacht. Und so wurde fleißig für den Raid trainiert. Anime-Weeps und Redditor stählten ihre Körper und teilten die Nachrichten der ganzen Welt und waren bereit, Alien-Booty zu sehen. Und endlich die geheimen Area 51-Gegenstände zu finden. Wie zum Beispiel die Krabbenburger-Formel, die Half-Life 3-Fortsetzung oder die Socken, die regelmäßig von jedem verschwinden. Nun, der Ersteller vom Event bekam ziemlich schnell Panik. Falls hier nämlich wirklich jemand dabei draufgehen sollte, kann das Ganze ziemlich übel enden. Und so machte man aus dem Raid in eine abgelegene Militärbasis mitten in der Wüste, wo angeblich Aliens versteckt sein sollen, ein Festival. To Thursday's Storm Area 51 Party. Und noch ein Festival und noch eins paar Kilometer weiter. Und ein paar mehr Alien-Memes und steigende Pornhubs Suchanfragen für den Begriff Aliens. Später kam es schließlich zum Event. Es waren ca. 200 Leute vor Ort und ein paar Boys haben es sogar in die Medien geschafft. Allgemein kann man sagen, die Leute hatten eine ziemlich gute Zeit. Oh my gosh, no way. Wait. Doch welcher war eigentlich der erste richtig große Internet-Raid? Wir müssen zurück nach 2014. Doch erstmal Werbung. Hätte er damals nur Panzer gehabt, dann hätte mein Großvater den Emu-Krieg gewinnen können. Hat da jemand Panzer gesagt? World of Tanks. Im Free-to-Play-Spiel Church of Wanks kannst du nicht nur epische Panzerkämpfe gegen andere Spieler spielen, sondern außerdem deinen eigenen Teammate töten. Okay, wir müssen kurz ernst werden. Das ist Melissa. Melissa hat sich von ihrem Freund getrennt, denn sie wollte endlich jemanden mit einem wirklich dicken Rohr. Gott sei Dank hat sie sich World of Tanks runtergeladen. Oh mein Gott, guckt euch diese fetten Rohre an. Es ist ein MMORPG-DVD-AMG-Panzerkampfspiel für PC und jegliche andere Plattform. Oh nein, ich stecke in der Waschmaschine fest. Hätte ich nur einen 40-Tonnen-Tiger-131-Panzer, der mich aus der Waschmaschine schießt. Oh, was ein Zufall. Drück auf den Link in der Videobeschreibung und hol dir als neuer Spieler den Excelsior. 250k Credit, drei andere Panzer und noch mehr Zeug, um dich besser zu fühlen als andere Spieler. Man kann sogar coole Sticker auf seine Panzer drauf machen in Raid Shadow World of Champs. Wenn du das Spiel hiernach nicht runtergeladen hast, werde ich in dein Haus einbrechen und all deine Zahnbürsten essen. World of Champs. Werbung
Ende. 2014. Ein Stream geht live auf der damals noch weniger bekannten Seite namens Twitch.tv. Twitch plays Pokémon, steuert den Charakter über den Chat. Ein Stream mit 0 Zuschauern und im Spiel Pokémon Rot. Und dann fand ein 4chan-User schließlich den Stream. Dieser merkte, dass er das Spiel mit den Chat-Commands steuern kann. Er erstattete den anderen auf 4chan Bericht. Und so waren erstmals ein paar Leute im Chat und spielten gemeinsam Pokémon. Und hier wurde Tag 1 geboren von Twitch Plays Pokémon. Aber erstmal hier ein kleiner Exkurs über das Internet. Memes werden irgendwann mal als Original Content geboren und für witzig befunden. Dieses Meme wird dann zu 99% erst auf 4chan gepostet oder verwendet. Ha, ich und die Boys. Und geht dann durch den Zyklus von jedem Meme. Und zwar, ein Meme ist witzig, ein Meme wird sehr beliebt, es gibt viel zu viele Memes davon, das Meme stirbt wieder aus. Du warst ein gutes Meme. Auf Wiedersehen. Das Meme wird dann zu Reddit weitergereicht. Nach Reddit kriegt schließlich Twitter das Meme ab. Dann Tumblr, dann Instagram, Facebook, 9gag, dann nochmal Facebook. Und irgendwann lachen dann deine Großeltern darüber, weil der Joke in irgendeiner Talkshow oder Sitcom gezeigt wurde. Nein, sie haben Steuern hinterzogen. Aua, stopp! Das ist über die Jahre mit ziemlich vielen Memes passiert. Pepe, die Rage-Comics, das Rickroll sowie die Wojack-Bilder finden ihren Ursprung auf 4chan. Und auch wenn die Plattform heute nicht mehr das ist, was sie früher einmal war, wird das meiste Internetgold zuerst von 4chan entdeckt. Der erste Tag verlief relativ ruhig. Leute spielten das Spiel zusammen, wählten Glumanda als Starter-Pokémon mit dem Namen ABBBBBBK Klammer auf und besiegten den ersten Arena-Leiter Brock. Der Charakter lief die meiste Zeit verwirrt im Kreis herum, lief gegen Wände, ging in Häuser rein, kam wieder raus und so weiter. Das wird uns Wochen brauchen. Und vielleicht könnt ihr ahnen, wo das endet. Der Livestream verbreitete sich relativ schnell auf anderen Plattformen. Erst wurden es 1000. Dann 3000 Zuschauer, die alle einen einzigen Pokémon-Rot-Charakter steuern. Schließlich wurde ein ganzes Subreddit erstellt und Reddit machte genau das, was Reddit am besten kann. Aus dem Event ganze Stories kreieren, das Ganze komplett strategisch durchplanen und das Spielgeschehen mit sehr viel Fanart dokumentieren. Noch ein paar Tage später und gefühlt 5 Millionen Artikel werden über Twitch Plays Pokémon geschrieben und wir sind schließlich bei 100.000 Zuschauern, die alle Kontrolle über einen einzigen Ingame-Charakter haben. Hallo. Tschüss. Und dadurch entstanden ein paar interessante Situationen. In Pokémon gibt es zum Beispiel Kanten, die man nur einseitig passieren kann. Heißt also, sollte man einmal runterfallen, kann man nicht wieder hoch. An einer Stelle musste man 12 Schritte nach rechts gehen. Und sollte man auch nur einen Schritt nach unten machen, nun ja. Down. 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 Okay Leute, es ist wirklich nicht mehr witzig. Down, down. 13 Stunden hat es gebraucht, um 12 Schritte nach rechts zu gehen. Außerdem wollten Trolle die ganze Zeit den wertvollen Meisterball auf irgendwelche nutzlosen Pokémon werfen oder öffneten nonstop das Inventar, einfach um das Spielgeschehen einzufrieren und einfach, weil es so witzig ist. In einer Situation haben es Trolle geschafft, 12 wertvolle Pokémon für immer freizulassen. Auch das wurde natürlich im Reddit-Style mit sehr viel Fanart dokumentiert. Und letztendlich schaffte man es, wie auch immer, sich durch die letzten 6 Gegner zu kämpfen, die Pokémon mit 120.000 Zuschauern jeweils passend auszuwechseln, die perfekte Attacke auszuwählen und letztendlich den finalen Endboss zu besiegen. Nach 28 Versuchen. Der Chat ist absolut ausgerastet und nach 16 Tagen und 7 Stunden fand eines der Internet-Events, welches Reddit auch noch Jahre danach bringen sollte, schließlich sein Ende. Und das war tatsächlich für viele Leute auch der erste Zeitpunkt, an dem sie von Twitch gehört hatten. Und die Plattform hat dadurch nicht gerade wenig profitiert. Die Twitch Plays-Kategorie wurde gegründet. Mit Bangern wie zum Beispiel Twitch Plays Dark Souls, wie auch immer man das geschafft hat. Fish Plays Pokémon. Entertainment auf dem höchsten Level. So wie Twitch kontrolliert ein 50.000 Dollar Börsenportfolio. Nun ja, gut. Doch 4chan kann auch anders. Shia LaBeouf, ja genau, der Shia LaBeouf, stellte 2017 einen Livestream mitten in New York auf. Gedacht als politische Kampagne, / Kunstprojekt mit dem Namen He Will Not Die Us. Eine festgeklebte Kamera sollte 4 Jahre lang bis zu der nächsten Präsidentschaftswahl livestreamen. He Will Not Die Us. Weil Kunst und Protest und so. Nun, was kann schon schiefgehen, wenn man Menschen vor Hunderttausenden an Livestream-Zuschauern eine Bühne gibt? Also erstmal wurden Pizzen hinbestellt. Dann fing Trolle in Real Life an, den Stream zu boykottieren. Und das Ganze machte ziemlich schnell Schlagzeilen. Und so wurde aus dem 4 Jahre langen Protest ein 4 Jahre langer Shitpost-Wettbewerb. Ah, no, he's a
Das Ganze wurde schließlich ein bisschen kontroverser. Hey, what's up? Bang, bang. Hitler did nothing wrong. Und so wurde der Stream woanders hin verlegt. Leute haben ihn gefunden. Und dann hat jemand Graffiti drüber gesprüht. Dann kam Shia LaBeouf auf die geniale Idee, irgendwo eine Flagge mit der Aufschrift zu streamen. An einer Secret Location. Keine Chance zum Trollen. Keine Leute mehr, die irgendetwas in die Kamera riefen. Für die nächsten 4 Jahre. Doch 4chan konnte sich damit nicht zufrieden geben. Die Flagge musste fallen. Und so war das Real Life Capture the Flag Game eröffnet. Lichter aus. Erst wurde das Wolkenmuster am Himmel analysiert und verglichen. Und dann hat man die Zeit, an dem die Sonne auf- und unterging, dokumentiert. Und so konnte die Gegend, in der die Flagge stand, auf Ostamerika eingegrenzt werden. Im Hintergrund vom Stream hörte man außerdem Frösche. Heißt, die Flagge steht wahrscheinlich neben Wasser. Streng genommen einem See. Boah, Möwe! Und plötzlich flogen 2 Flugzeuge durch die Kamera. Bingo. Und daraufhin wurden die Flugzeugdaten analysiert. Gleichzeitig erforschten die Astronomie-Experten von 4chan die nächtlichen Sterndaten von der Flagge. Und ein User fuhr schließlich in der nun noch weiter eingegrenzten Gegend herum und hupte mit seinem Truck, während die anderen im Stream prüften, ob ein Hupen in der Ferne zu hören war. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber ein paar Stunden später schaffte man es schließlich, die Flagge runterzunehmen und auszuwechseln. Der wochenlange Kampf gegen Shia LaBeouf war gewonnen. These guys are animals! I fucking love this! Der ganze Prozess von Flagge aufstellen und Flagge wieder klauen lassen sollte sich Wochen später schließlich nochmal irgendwo in Liverpool wiederholen. Wir müssen nur alle 3000 Hütten in Finnland mit dem Holzmuster vergleichen. Doch irgendwann war die Luft raus und das Spiel wurde durchgespielt. Und so wurde an diesem Tag eine Sache über 4chan gelernt. 4chan-User schaffen es, eine Flagge anhand eines einzigen Bildes von einem Himmel mit Hilfe von CIA-Taktiken zu analysieren und zu lokalisieren, aber nicht ihr Zimmer aufzuräumen. Aber nicht jeder Raid von 4chan war so kontrovers. 2010 postete ein 4chan-User einen Flyer von einer Pinnwand aus einem Supermarkt. Gesucht werden Leute für eine Geburtstagsparty. Für diesen alten Herrn hier. Los Leute, sendet ihm alle Karten. Oder mehr. Er ist Kriegsveteran und wird 90. Er verdient alles. Eventuell wurde es dann von 4chan auch auf Reddit gepostet. Am 4. September fand die Party dann statt. Von zahlreichen Briefen bis zu einer Vielzahl an gemalten Bildern gab es jede Menge Beef Jerky, viele Cheerleader und einen eiskalten Mittelfinger in die Kamera. Someone put it on the internet and we got hundreds of cards and gifts and flowers and balloons. Okay, aber um das Video nicht mit so einer liebevollen Note zu beenden, es postete mal ein 4chan-User ein Bild mit der Aufschrift: Ab jetzt werde ich auf jeden Dollar einen Löwen hinzufügen. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis ein anderer von euch Retards eins zu sehen bekommt. Auf einmal haben alle anderen auch angefangen, Löwen auf ihre fucking Geldscheine zu malen. Dafür gab es keinen logischen Grund. Die einzig genannte Begründung war: Weiß ich nicht, fick dich.